Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Da der Kollege Bischoff gestern gesagt hat, er wisse schon, was ich sage, weiß ich gar nicht, wo die Spannung noch herkommen soll. Das Problem ist nur, Herr Bischoff, selbst wenn Sie schon wissen, was ich sage, können Sie wahrscheinlich verstehen, dass die Vorlage, die Ihr Parteivorsitzender geliefert hat, man auf jeden Fall ausnutzen muss. Das Problem ist nur bei Ihnen in der SPD, und das hat gestern Abend sehr klug Frau Wagenknecht gesagt. Sie reden zwar, und der Parteivorsitzende redet, aber Sie tun nichts. Und das wollen wir doch zum Thema machen. Es ist schon kurios. Seit vielen Jahren werden die sozialen Probleme in diesem Land von der Politik vernachlässigt. Inzwischen haben sich viele Menschen mehr oder weniger daran gewöhnt. Jetzt kommen 1 Million Flüchtlinge zu uns und plötzlich besinnt man sich auf die sozialen Probleme auch im eigenen Land, in diesem Land. Jetzt werden Sie also uns, das haben Sie ja gestern schon gemacht, wie so oft mit moralisch erhobenem Zeigefinger vorwerfen, wir würden Flüchtlinge gegen die eigene Bevölkerung ausspielen. Aber, meine Damen und Herren, die Feststellung von der plötzlichen Rückbesinnung auf die eigenen Leute stammt nicht von mir. Sie finden sie im Bericht zur Armutsentwicklung in Deutschland 2016, herausgegeben vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Ich gebe offen zu, Herr Bischoff, ich habe mich gefreut, dass Ihr Parteivorsitzender erst kürzlich feststellte, Deutschland brauche so etwas wie ein neues Solidaritätsprojekt für unsere eigene Bevölkerung. Nichts anderes haben wir als AfD immer wieder betont. Er fordert Kita-Plätze für alle, mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau und höhere Renten. Es wurde auch Zeit. Jetzt, wo nach Jahren der politischen Vernachlässigung jeder achte Brandenburger an der Schwelle zur Armut lebt, jeder achte zwischen Brüssow in der Uckermark und Luckau in der Niederlausitz, meine Damen und Herren von der SPD und von der Linkspartei. Aber Armut trifft nicht nur die älteren Menschen. Wenn wir auf die Lage der Jüngsten in Brandenburg schauen, müssen wir feststellen, dass in Teilen des Landes über 30% der Kinder unterhalb der Armutsgrenze leben. Der traurige Spitzenreiter in Sachen Kinderarmut ist Frankfurt-Oder, übrigens eine Hochburg der vermeintlich sozialen Linkspartei. Aber Kinderarmut ist inzwischen nur eine von vielen sozialen Schieflagen. Hinzu kommt Arbeits- und Perspektivlosigkeit. Ich habe die Zahlen schon häufiger genannt hier. In der Uckermark ist jeder Sechste arbeitslos, in der Prignitz brechen 12% die Schule nach der 7. Klasse ab. Diese Schulabbrecher haben dann nichts, keine Bildung, keinen Abschluss und keine Perspektive. All diese Probleme existieren natürlich nicht erst seit der Flüchtlingskrise, das haben wir auch nie behauptet, sondern weitaus länger. Sie sind zu einem Markenkern rot-roter Politik in diesem Lande geworden. Und die Bürger haben es bis jetzt geduldig ertragen. Bis jetzt. Denn nun stellen sich immer mehr Menschen und vor allem die kleinen Leute die Frage, was die Regierung für sie tut. Während die Versorgung und Unterbringung von Migranten bis Ende nächsten Jahres 50 Milliarden Euro Steuergeld kosten wird. Das sind die Sorgen der kleinen Leute in diesem Lande. Doch weder Staat noch die etablierten Parteien haben sich bislang um diese Sorgen und Nöte geschert. Eine solche Vernachlässigung der eigenen Leute ist gefährlich. Das merkt die SPD durch den Sinkflug bei den Wahlumfragen. In diesen Tagen, und das hat am vergangenen Wochenende auch die Linke bei ihrem Landesparteitag deutlich gemerkt. Gerade noch, das ist nicht billig, das ist einfach, das sind Tatsachen. Gerade noch 69% der Linken stützen den Landesvorsitzenden in Brandenburg, zugleich Finanzminister dieser Landesregierung. Die Zeichen sind eindeutig. Die Stimmung kippt und die Macht bröckelt. Und weil die Gefahr eines drohenden Machtverlustes so manifest geworden ist, erinnert sich nun die SPD, angeführt vom Vizekanzler, plötzlich an die soziale Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung. Das ist spät, doch besser spät als nie. Aber der Vizekanzler hat seine Rechnung ohne die CDU gemacht. Die eben noch von einer Hypermoral getriebene Bundeskanzlerin schickt nun ihren Finanzminister vor, der deutlich machen soll, was die Prioritäten bei der CDU sind.
Und diese Prioritäten liegen eben nicht mehr beim eigenen Volk, liebe Freunde von der CDU, sondern bei den Migranten, die noch immer ungebremst zu uns ins Land strömen. Also Hypermoral, ja, aber nur für Fremde. Warum sonst wohl wird Gabriels Vorschlag, die eigene Bevölkerung nicht zu vergessen, von Schäuble als erbarmungswürdig bezeichnet? Aber erbarmungswürdig ist hier nur die Politik der CDU. Denn wo kümmert sie sich um die armutsgefährdeten Rentner und die Mitbürger in prekären Beschäftigungssituationen? Welche Anstrengungen unternimmt sie, um junge Schulabbrecher zu unterstützen? Was macht sie, um Langzeitarbeitslose zu integrieren? Was tut sie gegen explodierende Mietkosten? Muss der sozial bedürftige Deutsche erst mit einem Schlauchboot das Mittelmeer durchqueren, um in den Augen der CDU wahrgenommen zu werden? Das ist doch keine soziale Politik. Das ist nicht die Politik von Adenauer und Helmut Kohl. Wo die etablierten Parteien die sogenannte Willkommenskultur propagieren, forcieren sie zugleich eine Verabschiedungskultur. Und die trifft immer mehr Menschen in diesem Land. Die Spaltung unserer Gesellschaft, meine Damen und Herren, steht uns nicht bevor. Sie findet bereits statt. Und es ist Aufgabe der Landesregierung, oder besser gesagt, sie sollte es sein, und es ist Aufgabe dieses Parlaments, einer gefährlichen gesellschaftlichen Spaltung entgegenzuwirken. Das sollte unsere Priorität sein. Jedenfalls sollte es wichtiger sein, als Milliarden in einen gescheiterten Flughafen, in eine gescheiterte Flüchtlingspolitik und in eine gescheiterte Euro-Rettung zu kippen. Dankeschön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nur noch mal kurz. Herr Bischof, ich habe eins vermisst an Ihrer Rede. Auf Herrn Gabriel sind Sie gar nicht eingegangen. Das hat nur Herr Senftleben gemacht. Und er hat genau das, manchmal macht, sagt er ja was Richtiges, er hat genau das Richtige gesagt. Herr Gabriel hat diese Steilvorlage geliefert und wir machen weiter nichts, als Ihren Parteivorsitzenden sozusagen mit Leben zu erfüllen. Und das kann nicht sein, dass das die Gesellschaft spaltet. Dann spaltet auch Herr Gabriel die Gesellschaft. Denn wenn alles so toll ist, wie Sie es gerade dargestellt haben, dann ist Herr Gabriel ein politisch Irrer. Das wollen Sie doch wahrscheinlich als Sozialdemokrat nicht wirklich sagen. Ja, und nun zu Herrn Senftleben. Mut zu langfristigen Lösungen, Herr Senftleben. Was ist das für eine irrsinnige Politik, dass das, was die tapferen Österreicher und die Mazedonier auf der Balkanroute hinbekommen haben, von Frau Merkel jetzt wieder kaputt gemacht wird und wir verkauft werden an die Türkei, wir verkauft werden und ob wir müssen die Visafreiheit gewähren, wir müssen die Türkei in die EU aufnehmen, glauben Sie doch nicht, dass Herr Erdogan das aus Liebe zu Frau Merkel macht. Abhängig hat sie sich gemacht und sie steht alleine in Europa. Wer folgt denn Frau Merkel in dieser Politik? Und nehmen wir mal an, die Geschichte läuft so, wie sie sich das vorstellt. Also aus Griechenland werden die Leute zurückgeschickt in die Türkei. Dafür müssen so und so viele Leute, die die Türkei bereits hat, irgendwo in Europa sozusagen disloziiert werden. Wer nimmt sie denn? Sagen Sie mir die Staaten. Frankreich nicht, England nicht. Die baltischen Staaten nicht, Polen nicht. Das ist doch eine völlig irrsinnige Politik. Und Entschuldigung, Sie als CDU-Mann müssten doch sagen, ja, wir wollten immer eine Einheit mit dem Westen sein. Und heute steht Frau Merkel völlig alleine. Der Westen, den gibt es so nicht mehr. Und sie betreibt eine moralisch, hypermoralische, nationale Politik, bei der die anderen sagen, die Frau hat einen Vogel. Entschuldigung. Und ehrlich gesagt, ich bin stolz, dass die Österreicher, die Mazedonier und einige andere Balkanstaaten, hätte ich Ihnen nicht zugetraut, die Balkanroute geschlossen haben. Das ist wirklich deutsche nationale Politik. Zu Herrn Christopher noch ein Wort. Herr Christopher, Sie haben zu mir gesagt, ich betreibe Populismus. Ja, bin ich ganz stolz drauf.
dem Volk aufs Maul schauen, hat Luther gesagt. Das tun Sie leider nicht mehr, sonst hätten wir nicht solche Wahlerfolge. Das ist nämlich das Problem auch Ihrer Partei inzwischen. Sie sind in einem Machtgefüge angekommen, wo Sie Ihre angeblichen Ideale, ich will überhaupt nicht über die Linke streiten, verraten und verkauft haben. Und genau das geht nicht. Und nun zum Schluss zu Frau Nonnenmacher. Frau Nonnenmacher, dass Sie selber nicht empfinden, dass das, was Sie sagen, unsäglich ist. Mir mein Alter vorzuhalten, das ausgerechnet von einer Grünen, das ist so schäbig, aber Sie sind so. Und heute kann man es mal deutlich sagen. Ihre Rede war völlig daneben. Man kann sich damit gar nicht auseinandersetzen. Danke.